Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das gleich vorwegstellen und auch für die Zustimmung zu diesem Antrag bei Ihnen insgesamt werben, weil, Herr Reuken, Sie haben es angesprochen, eine Initiative auf der Bundesebene, schätzen Sie ein, ist nicht ausreichend. Die Verkehrsministerkonferenz hat sich positioniert zu der Situation der Einzelwagenverkehre. Und genau aus diesem Grund haben wir uns hier in der Koalition, die Koalitionsfraktionen verständigt, diesen Antrag heute hier im Landtag einzubringen, mit der Bitte um Ihre Zustimmung, dass die Landesregierung eben auch dahingehend weiter agieren kann. Ich möchte jetzt an der Stelle überhaupt nicht mehr auf die Art und Weise der Verkehre eingehen, über die Ganzzüge oder über die Einzelwagenverkehre. Das ist also schon ausführlich dargelegt worden. Kollege Schulte ist in der Einbringung darauf eingegangen. Der Minister hat das nochmal ausführlich dargelegt. Vielleicht also ein Beispiel. Ich weiß also zum Beispiel von der Firma BMW, die in Leipzig produzieren, die also mit Ganzzügen auch nach China fahren. Das ist natürlich eine wirtschaftliche und sehr umweltfreundliche Verkehrstechnologie. Andererseits müssen wir natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern unsere kleinteilige Wirtschaft im Auge haben. Und das ist das Gebot, und das ist damit im Antrag auch verbunden, dass wir dafür Sorge tragen und auch uns Gedanken machen, dass wir für unsere Wirtschaft und für unsere Unternehmen wettbewerbsfähige Bedingungen auch in Bezug auf den Umschlag der Produkte, die ganz notwendig sind, uns Gedanken machen und dahingehend eben auch der Landesregierung den entsprechenden Auftrag erteilen. Allerdings, ich will noch mal auf das Gutachten eingehen, was angesprochen worden ist. Das ist im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschrieben, weil eben die Einzelwagenverkehre sehr defizitär sind, hat man das gutachterlich bewertet, und die Gutachter kommen zu zwei Szenarien, die da vorgeschlagen werden. Zum einen ist es das Thema der Subventionen, wo wir natürlich dafür werben, dass man also auch gegenüber der Wirtschaft konsequent sein muss, auch in Bezug auf die Umweltverträglichkeit der Logistikunternehmen. Das zweite Szenario, was aus dem Gutachten daraus hervorgeht, das ist eine Optimierung der Prozesse, was natürlich damit zusammenhängt, dass man also die Bedienstellen, die Bedienstruktur verändern wird. Und auch das Szenario ist hier angesprochen worden. Das ist für uns also nicht der Lösungsansatz besteht also darin, die vorhandene Infrastruktur für unsere mittelständische Wirtschaft zu erhalten, damit sie wettbewerbsfähige Bedingungen haben im Umgang mit ihren Produkten. Und von daher bitte ich um die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.